Lieberer, als ich Sie vor zwei Wochen in Pforzheim gesehen habe bei der Pokal, hieß es von Ihrer Sicht, von Ihrer Seite, Sie hätten bei Ihrer Mannschaft eine Jugendmannschaft gegen eine erwachsene Mannschaft gesehen. Wie erwachsen war Ihre Mannschaft heute? Ich finde ziemlich, denn in der zweiten Halbzeit hat man ziemlich souverän verteidigt. Ja, heute war es mit Sicherheit mehr Oberliga-Fußball als in Pforzheim, weil in Pforzheim muss man ehrlich sagen, da haben wir uns die Tore eigentlich selber reingeschossen und haben nach dem 4-1 noch weiter versucht, nach vorne zu spielen. Heute war es vor allem in der zweiten Halbzeit richtig gut vom Defensivverhalten und wie man sich eine Seniorenmannschaft auch vorstellt. In der ersten Halbzeit hatten wir doch noch ein paar Lücken, wo dann auch Spielberg immer wieder Möglichkeiten hatte, nicht unbedingt zum Abschluss zu kommen, aber sich Chancen im Ansatz herauszuspielen. Und in der zweiten Halbzeit war diese Kompaktheit, denke ich, das ein und dann natürlich auch im richtigen Moment ein bisschen Glück mit einem Freistoß. Und ich denke, hinten raus haben wir noch 3-4 Möglichkeiten gehabt, um dann früher das 3-1 zu erzielen. Das erst kurz vor Schluss fällt, war schön, aber hätte früher passieren können. Was sagen Sie zu dem plötzlichen Rücktritt von dem Spielberger Trainer Hartmut Kaufmann? Wie hat sich das Ihrer Meinung nach ausgewirkt? Sie haben ja die Mannschaft bestimmt beobachtet, um sich aufs Spiel vorzubereiten. Also die Mannschaft hat jetzt für mich nicht groß anders agiert wie in den Spielen vorher, muss ich jetzt ehrlich sagen. Für mich als Außenstehender, ich habe es ja vorhin kurz in der Pressekonferenz gesagt, war das, was der Hartmut mit seiner Mannschaft erreicht hat vor 2 Jahren, eine Sensation, muss ich wirklich sagen. Also das war sensationell. Was jetzt hier im Innen- versus Außenverhältnis alles passiert ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es nur eine Beleidigung in Anführungszeichen war, die den Hartmut bewegt hat, zurückzutreten. Da war wahrscheinlich mehr, aber wie gesagt, mir tut es eigentlich leid, weil ich mich eigentlich heute gefreut habe, auf den Hartmut zu treffen. Ich hätte ein paar Fragen an ihn gehabt, aber ja, so ist es manchmal im Fußball. Gerade als Coach steht man doch sehr unter Strom. Sicherlich war es schwierig für die Mannschaft, wenn ein Trainer so plötzlich zurücktritt. Was würde Sie im äußersten Fall dazu bewegen, das Gleiche zu tun? Also nicht, dass es einen Grund gibt, das zu tun, aber was wäre ein Grund für Sie, das Gleiche zu tun? Also man muss ganz klar sagen, weil ich auch so ein bisschen im Facebook geschaut habe, was für Kommentare hier kommen. Man stellt sich wahrscheinlich nicht vor, unter welchen Belastungen Amateurtrainer in dem Bereich steht. Mit Job, mit 3 bis 4 Mal Training in der Woche, plus Spiel, plus Video. Also es ist schon sehr extrem. Und wenn man dann natürlich, wenn es nicht so gut läuft, auch von außen immer wieder Signal kriegt, hey, das ist einfach schlecht, was du machen tust, dann kann man natürlich irgendwann einmal sagen, auf gut Deutsch, sorry, ich habe die Schnauze voll, ich kann mit meiner Freizeit was anderes machen. Oberhausen ist mein Heimatverein, ich bin jetzt in Summe das 10. Jahr Trainer dort. Also ich habe eigentlich schon vor, meinen Vertrag zu erfüllen und dann in aller Ruhe in 1,5 Jahren zu sagen, das war's jetzt, ich habe genug den SRO wieder zurückgegeben. Aber ich will nicht ausschließen, dass vielleicht Extremsituationen eintreten können, wo man sagt, jetzt reicht's, aber ich glaube nicht in meinem Umfeld mit unserem Vorstand, dass das passieren wird. Was die Situation, Tabellensituation und so weiter angeht, wie sieht es aus? Kann man zufrieden sein oder ist da ein bisschen Druck da? Nee, es liege genau im Soll. Also wir haben gesagt, am 7. Spieltag möchte man eigentlich 10 Punkte. Die haben wir heute. Wir wollten es eigentlich ein bisschen anders verteilen von den Spielen her, aber faktisch, was wir haben. Und unser Auftaktprogramm war so schwer, also ähnlich wie das Auftaktprogramm von Spielberg, weil sie immer den Gegner vor uns hatten. Und deshalb sollte man auch in Spielberg ein bisschen, sagen wir, demütiger sein, weil die Gegner, die wir hatten, waren und doch sind auch richtig gut. Und wir möchten jetzt darauf aufbauen. Am Ende, wenn wir um den 8. Platz stehen, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Mehr ist in dieser Klasse momentan sehr, sehr schwer.